Hallo und herzlich willkommen zu unserem Rundgang durch die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen unseren Rundgang mit einem Blick auf das A-Gebäude, dazu später mehr, sowie einem Blick auf das B-Gebäude mit dem Haupteingang und dem Cafeteria-Bütchen, wo im Moment kalte Speisen verkauft werden. Wenn man unsere Schule über einen der drei Schulhöfe durch den Haupteingang betritt, sieht man gleich eine Vielzahl von Partnern, Aktivitäten und Auszeichnungen, die die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule im Laufe der Jahre erhalten hat. Aber bevor wir nun nach innen gehen, bleiben wir noch einen Moment draußen und blicken auf den Zwischengang zwischen A- und B-Gebäude sowie anschließend auf das Fußball-, Handball- und Basketballfeld auf dem Schulhof hinter dem A-Gebäude. Wer möchte, kann bei uns natürlich auch Tischtennis spielen. Eine nagelneue Calisthenics-Anlage lädt zum Klettern ein. Wer in den Pausen nur chillen möchte, kann dies gerne in unserem kleinen Amphitheater tun. Hier noch einmal ein Blick auf unser A-Gebäude, das auch das Zuhause unserer Fünfklässler, der sogenannten Lichtenzwerge, ist. Diese gestalten die Eingänge zu ihren Klassenräumen ganz individuell. Zum Beispiel so. Gleiches gilt natürlich auch für die Innenbereiche der Klassenräume. Allen Räumen gemeinsam ist lediglich, dass sie mit Apple TV, einem Fernsehgerät oder einem Beamer mit Projektionsfläche ausgestattet sind. Ansonsten richtet sich jede Klasse zusammen mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihren Raum selbstständig ein. Und das sieht dann zum Beispiel so aus wie hier. Eine andere Klasse im A-Gebäude hat sich ihren Klassenraum so eingerichtet. Jetzt im Dezember bietet sich natürlich auch diese Variante an. Hier noch einmal ein Blick auf den Gang im Erdgeschoss des A-Gebäudes. Mit den Schließfächern, die zahlreich zur Verfügung stehen, damit der Ranzen nicht zu schwer wird. Natürlich gibt es an der Lichtenberg-Schule nicht nur ein A-Gebäude. Also wechseln wir mal ins C-Gebäude. Hier befindet sich der MINT-Bereich, einer der Schwerpunktbereiche der Schule. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Hierzu findet sich auch noch ein gesonderter Videoclip auf der Homepage. Im Moment sind wir in einem Chemiesaal. Alle naturwissenschaftlichen Räume wurden im letzten Jahr komplett neu erstellt. Sie sind also in bestem Zustand für einen modernen und attraktiven naturwissenschaftlichen Unterricht. Ein Highlight ist unser Werkraum, ebenfalls ganz neu, in dem unter anderem unsere Junior-Ingenieur-Akademie stattfindet. Aber natürlich wird der Raum auch für regulären naturwissenschaftlichen Unterricht genutzt. Von den Navi-Räumen im C-Gebäude geht es nun in die Computerräume im B-Gebäude. Schon seit längerer Zeit wird an der Lichtenberg-Schule viel Wert auf das Unterrichten und Lernen mit digitalen Medien gelegt. Dazu können insgesamt drei Computerräume genutzt werden. Außerdem können zahlreiche digitale Geräte in der Medienausleihe für den Unterricht entliehen werden. Und wer möchte, kann sich ab Jahrgangsstufe 7 in eine sogenannte iPad-Klasse einwählen. Aber nicht nur das Arbeiten und Lernen mit digitalen Geräten ist uns wichtig, sondern zum Beispiel auch das Musizieren. Die Lichtenberg-Schule ist Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Ab der Jahrgangsstufe 5
kann entweder ein Instrument erlernt werden oder man kann sich in eine sogenannte Gesangsklasse einwählen. Eine Auswahl der Instrumente, die man bei uns erlernen kann, und zwar in Kooperation mit den Musikschulen Baunatal und Kassel, kann man hier im Film sehen. Und wer weiß, vielleicht hat ja der ein oder andere dann auch mal Lust, sein Können im großen Musiksaal zu zeigen. Hier finden immer wieder kleine Konzerte von Schülerinnen und Schülern statt. Wer Lust hat, Theater zu spielen, kann das bei uns ebenfalls tun. Wir wandern also einmal in den großen Theatersaal. Hier finden regelmäßig Aufführungen unserer Theater-AGs und der DS-Kurse Darstellendes Spiel statt. Wer die Schauspielerei mit Tanz verbinden will, ist in unserem Spiegelsaal richtig aufgehoben. Nun schauen wir mal im Erdgeschoss unseres B-Gebäudes vorbei. Hier befindet sich das Sekretariat, in dem derzeit drei Damen immer ein offenes Ohr für die Schülerinnen und Schüler haben. Schräg gegenüber vom Sekretariat befindet sich das Lehrerzimmer. Und wo mögen wir hier wohl sein? Ich denke, es wird relativ schnell klar werden, dass wir uns im Kunstbereich befinden. Ebenfalls gänzlich neu gestaltet im letzten Jahr. In den nagelneuen Räumen wird selbstverständlich nicht immer nur schwarz gemalt. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, sein künstlerisches Talent unter Beweis zu stellen. Nachdem wir bei der Kunst wieder im C-Gebäude zu Gast waren, begeben wir uns nun wieder in das B-Gebäude. In der Bibliothek kommen die Leseratten und Spielefans zum Zuge. Sie ist täglich geöffnet. In der Regel stehen zwei FSJler den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Sie kann mit der ganzen Klasse in Kleingruppen oder alleine aufgesucht werden und bildet zusammen mit der Mensa schräg gegenüber einen wesentlichen Baustein unseres Ganztageskonzeptes. In der Mensa werden zu drei verschiedenen Zeitfenstern jeweils ein vegetarisches und ein Fleischgericht gekocht. Weitere Aufenthaltsmöglichkeiten gibt es im Lesesaal neben der Bibliothek für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler sowie für unsere Oberstufenschülerinnen und Schüler in der Lounge, die dort ihre Pausen bzw. Freistunden verbringen können. Außerdem finden in der Lounge Informations- oder Projektveranstaltungen statt. An der Lichtenbergschule engagieren sich die Schülerinnen und Schüler für und miteinander, unter anderem in der Schülervertretung der SV. Die SV nimmt gerne Anregungen aller Schülerinnen und Schüler auf. Und damit sind wir auch schon wieder im Freien und unsere kleine Tour durch die Lichtenbergschule endet hier. Ich hoffe, es hat euch und Ihnen gefallen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr schon wieder an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule. Bis dahin alles Gute, bleibt und bleiben Sie gesund, Ihr und Euer Stefan Hermes.